Um die Front bekleben zu können, benötige ich folgende Werkzeuge. Ein scharfes Cuttermesser, einen Heißluftföhn, einen Rakel, ein Lineal und einen Beschwerer. Das gesamte Werkzeug findet ihr natürlich auch im Shop. Zunächst muss die Folie zurechtgeschnitten werden, also 5 cm zusätzlich zu euren berechneten Maßen. Und zuallererst beschwert ihr die Folie auf der Frontseite. Dann wird das Trägerpapier zur Hälfte abgezogen und nach unten umgeknickt. Jetzt wird die erste Hälfte der Folie verklebt und zunächst nur der innere Teil von innen nach außen festgerakelt. Ihr entfernt den Beschwerer und wiederholt das Gleiche mit der zweiten Hälfte der Folie. Hebt jede Seite noch einmal an und verwendet einen Rakel, um die Folie an den Kanten sauber anzukleben. Erwärmt dann die Ecken und drückt sie mit dem Daumen fest, um Knicke in der Folie zu vermeiden. Rakelt den äußeren Teil der Folie ca. 1 cm breit an und das von der Kante aus. Dabei sollten sich an den Ecken leichte Wölbungen bilden. Diese Wölbungen lassen sich entfernen, indem man die Ecken leicht erwärmt, bis die Folie sich dehnen lässt. Spannt sie vorsichtig in Richtung der äußeren Ecke und rakelt sie dann fest. Wenn man alle Ecken sauber aufgeklebt hat, kann man den Rest festrakeln. Sollten Wellen in der Folie entstehen, kann man sie erwärmen und dann von innen nach außen rakeln, bis die Folie wieder gleichmäßig aufliegt. Erwärmt jetzt die Folie an den Ecken und Kanten und streicht sie mit dem Daumen von der Ecke aus fest. Das macht ihr auf allen Seiten. Schneidet die Folie von der Ecke aus parallel zur langen Kante an. Damit die Folie nicht stört, kann man sie umklappen und mit einem Eck an der Oberseite festkleben. Dann wird die Folie an der langen Seite erwärmt und um die Seitenfläche herumgerakelt. Die Enden werden um die Ecken herum festgeklebt. Anschließend schneidet ihr die Folie auf der kurzen Seite der Front ca. 1 cm von der Kante entfernt ab. Wiederholt das auch auf der gegenüberliegenden Seite. Dreht die Front, um die Rückseite zu bearbeiten. Jetzt wird die Folie an der Ecke erwärmt und mit dem Finger ca. 2-3 mm tief festgedrückt. Die Folie wird an der kurzen Seite ca. 3 mm vom Rand der Kante entfernt eingeschnitten. Das wiederholt ihr auch auf der anderen Seite. Jetzt könnt ihr die Folie auf der Rückseite der Front festrakeln. Anschließend werden die überstehenden Enden der Folie auf beiden Seiten abgeschnitten. Schneidet die überschüssige Folie auf der Rückseite ca. 1 cm von der Kante entfernt ab. Für einen geraden Schnitt solltet ihr ein Lineal verwenden. Das Ganze wird an der gegenüberliegenden Seite wiederholt. Ihr dreht die Front noch einmal und erwärmt die Folie an der kurzen Seite, um sie anschließend an der Kante festzurakeln. Die Front wird wieder gedreht, um sie auf der Rückseite zu verarbeiten. Ihr erwärmt wieder die Folie und rakelt sie gleichmäßig fest. Nehmt ein Lineal, um die Folie sauber ca. 1 cm von der Kante entfernt abzuschneiden. Das macht ihr dann auch noch auf der gegenüberliegenden Seite und die Front ist fertig.